Wisst ihr, was mich interessiert? Wie viel Lebenszeit ich schon in dieses Let's Play gesteckt habe. Part 27 und ich habe im letzten Part ja Ice Climbers nachholen müssen, was ebenfalls wieder 35 Minuten gedauert hat. Also ein gesamter Part. Aber jetzt kommen wir endlich zu Balloon Fight. Und wahrscheinlich dauert das noch zwei Parts. Und dann können wir mit dem Bonusen anfangen. Das heißt, im Part 29 geht's richtig ab. Und da freuen wir uns doch schon mal drauf, ne? Ja, ganz bestimmt. Gut, das war eine kurze Demo, würde ich sagen. Und dann geht's ab ins erste Level von 13. Fliege mit A und lasse den Ballon des Gegners platzen. Sehr schön. Lasse den Gegnerballon platzen. Ich bin dumm. Weil ich vergessen habe, dass ich das so machen kann. Lasse den Gegnerballon platzen. Da gibt es wahrscheinlich für alle eine Route, aber ich bin dafür zu dumm. Tja, was kann man machen? Ne? Wir haben Level 20 freigeschalten von Bonus. Schön, ne? Oh Gott, nein, Gold. So eine Hardcore-Mission. Gut, versuche ich nochmal. Habe ich ein gutes Gefühl jetzt dabei. Das war scheiße. Komm, das muss direkt perfekt. Perfekt, gut. Nächstes. Der ist eigentlich recht chillig, glaube ich. Mhm, der war recht chillig. Ist halt schwer abzupassen, ne? Aber das war doch eine perfekte Runde. 5-7. Oh yeah, Freunde. Oh yeah. Gut. Level 2 von 13. Hau den Gegner bewusstlos. Hau den Gegner bewusstlos. Hau den Gegner bewusstlos! Das war wieder schlecht. Bin gespannt. Das Ende war schlecht. Aber hier sind sie wieder fair, die Erfinder. Mhm. Und das freut mich natürlich. Da überspringe ich jetzt die Bewertung, weil sonst sitzen wir hier ewig dran an drei Leveln. So. Lasse 10 Ballons platzen. Natürlich am geilsten wäre, wenn keiner entkommt und dann alle noch so früh wie möglich abgefangen werden. Ja, nee, weiß ich nicht. 16,5, nee, wahrscheinlich unter 15. Gut. War klar. Aber das versuche ich direkt nochmal, weil das war nicht schwer. Das kann man mit ein bisschen Luck und ein bisschen Können auch schaffen. Locker. La 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 la. Wow! Also wenn das nicht gut war, dann weiß ich auch nicht. 14,1. Habe ich auch kurz meine Schnauze gehalten, aber das war gut. Das war verdammt gut. Hau drei lass drei Ballons platzen. Das ist jetzt so eine Stage. Die habe ich direkt verkackt. Da darf man einfach nicht so nach vorne düsen. Ja, genau deswegen. Ah, scheiße. Und das steuert sich auch ein bisschen anders. Ja, das steuert sich total anders. Aber wahrscheinlich ist jetzt das ganze Level so aufgebaut und das war schon mal ein bisschen langsam. Ja, habe ich mir gedacht, dass das jetzt kommen wird. Das war gut. Und zu guter Letzt. Das war nicht so gut wieder. Zeig her. 13,4. Wenn sie nett sind. Sind sie aber nicht. Scheiße.
Ich will wenig einblenden, außerdem weiß ich so oder so genau, dass Balloon Trooper Fight sicherlich zwei Parts dauern wird, aus dem Grund, ja, ne? Wieso die Eile? Ja, das war jetzt dumm zum Beispiel. Ach komm. ...14-7! Schlechter als davor! Oh Gott, ich sollte mich vielleicht mehr ins Zeug legen. Der Anfang. Die ersten drei Ballons sind das Schwierigste, finde ich. Das war gut! Nur noch das jetzt! Also wenn das nicht perfekt war, weiß ich auch nicht. Weil das geht eigentlich gar nicht mehr besser. Seht ihr? Voila! Level 5! Oh Gott, jetzt kommt ein Boss. Besiege alle Gegner. Ein Boss. Wahrscheinlich hätte man das viel schneller machen können, wenn man einen wenigstens am Anfang ausgenockt hätte. Aber das habe ich leider nicht geschafft. Zeig her, vielleicht kriege ich es ja jetzt hin. Wir haben ja noch nicht so viel Zeit verplempert von dem Part, ne? Gut, vielleicht... Habe ich Glück. 8-3. Ja doch, ne? Nicht! Nicht! Und wenn ich die andere Richtung fliege? Der fliegt ja schon irgendwie. Ja, dann müsste der nur noch umkicken, ne? War das perfekt oder war das nicht perfekt? 5-1. Nicht unter 5. Krass, nee, das blende ich ein. Tut mir leid, aber das blende ich ein. Ich will jetzt nicht den ganzen Part. Gut. Haue zwei Gegner bewusst, bevor sie wegfliegen. Das wären dann die zwei hier. Und jetzt 3. Nee, immer noch 2. Das habe ich nicht geschafft. War auch irgendwie meine eigene Schuld. Scheiße, wie soll denn das gehen? Welche 2? Okay. 8. Nicht. Aber sonst habt ihr sie noch alle. Das mache ich nochmal. Das mache ich ganz sicher nochmal. Ja. Ungefähr so, nur nicht anhauen an der Kante. Okay, nächsten 2. Ich sehe sie schon vor meinen Augen. Und die nächsten 2. Hier muss man halt die ganze Zeit wirklich A smashen. Ja, weil sonst geschieht sowas. Ich hab da echt gerade meine Probleme wieder damit, ne? Ich hab gerade echt verkackt. Damit. Ich versteh's nicht, was mache ich falsch? Mann, oh Mann! Aber wir haben eigentlich schon mehr als die Hälfte geschafft, also eigentlich müsste ich eigentlich voll einverstanden sein mit dem Part.
Ey, die regen mich auf. Die regen mich echt auf. Tut mir leid, aber nein! Ich weiß nicht, sind das wirklich die Klügsten? Die ich mir hier snacken kann? Ich glaube ja, ne? 7-3, unter 8. Ja gut. Das freut mich. Level 7. Lasse 10 Ballons platzen, ohne einen zu verpassen. Ja, das habe ich doch vorher auch geschafft, ne? Da habe ich ja richtig einen Skillrun davor hingelegt. Mit dem Ballon. Ja, derselbe Run nochmal. Nur eben diesmal ohne einen zu verpassen. Damit sei er doch ganz sicher einverstanden, ne? Dass er da mir nochmal Shiny gibt. Level 8. Besiege alle Gegner. Interessant wäre halt, besiege alle Gegner, bevor sie wegfliegen, ne? Oh Gott, nee, also das freut mich schon mal gar nicht. Der Orange ist so angriffslustig. Ich glaube, die Grünen sind eher so auf Verteidigung. Weiß ich nicht. Sah gut aus. Muss aber nicht gut sein, ne? 17,5. Nee. Gut, aber dafür bin ich mir dann jetzt auch zu gut, das einzublenden. Tut mir leid, aber... Nee, das muss dann nicht sein. Also, nee, das nicht einzublenden, sondern... das blende ich euch schon ein. Aber... Da bin ich mir jetzt zu faul, das nochmal zu machen. So, hier ist eigentlich scheißegal, ob ich mich da treffen lasse oder nicht. Ja, man darf sich halt nur nicht zu oft treffen lassen, ganz klar. Aber das ist shiny, das sehe ich jetzt schon. 7-3. Nicht! Ihr habt sie nicht alle. Ne, ihr habt sie nicht alle. Das Spiel ist ebenfalls nicht normal. Am Ende kommt so ein finaler Fight, ne? Da kann ich mir jetzt schon vorstellen. Mach den Gegner zu Fischfutter! Ich muss den einfach perfekt in der Luft treffen, den anderen. Okay. Ja, nee, so nicht. Komm, komm. Ach du Spast. Muss von der anderen Seite kommen. So fällt der perfekt rein. Da habe ich keine Chance, sich mehr zu wehren. Und das dürfte shiny sein. 7-4. Ich glaube, ihr kriegt man mit jeder Zeit shiny weiter. Na ja, okay, wie jedes Mal, wenn man es beim ersten Mal schafft, beim ersten Try. Nochmal das Ballonspiel, ja. Okay, 30? Nee, 20. Ich kann mich irgendwie erinnern an 30. Ich weiß nicht. Aber was mir jetzt schon nicht gefällt, ist, dass die Ballons orange sind, dass dadurch nicht dasselbe Muster ist. Das ist schön, perfekt, super Bonus, das freut mich. Das freut mich. Habe ich gar nicht gewusst, dass es das gibt. Ist das shiny? Wahrscheinlich ist das shiny, ne? Ja, ist doch schön. Okay, Level 12.
kriegen wir auch noch in dem Part durch, anscheinend. Besiege alle Gegner. Jetzt bin ich nämlich so gierig danach, das jetzt noch durchzukriegen. Hallo. Du scheiß Spast. Ach Gott. Ach Gottchen. Ich hätte es geschafft, wenn ich den Spacko hier getötet hätte. Mann. Egal, krieg ich schon hin. Geil, habe ich direkt einen Luftballon verloren. Also, das freut mich natürlich. Ganz klar, wen wird das nicht freuen? Vielleicht fällt er ja runter zu und wird zu Fischfutter verarbeitet. Nein, ach komm. Das wäre so geil gewesen, der Versuch. Der wäre so geil gewesen. Soll man das so machen? Weil ich glaube, das war perfekt. Ja, so reden die, so hören sich die Indianer an. Und damit geht's ab ins letzte Level. Meistere den Bereich hier, ne? Ne, 20 verloren. Oh Gott, ich glaube Übles. Aber bitte nicht shiny ohne einen zu verpassen. Oh Gott! Ne, jetzt ist es nicht mehr möglich. Ich dachte, davor ist es möglich, einen zu verpassen, keinen zu verpassen, aber dann kam die Passage. Und alle meine Hoffnungen lösten sich auf. Es mit diesem Versuch zu schaffen. Das ist schwer. Das ist echt schwer. Besonders wenn der Typ nicht das macht, was ich ihm befehle. Ja, ich kann ja dann nur Vollgas. Vollgas? Nein, SpongeBob, nicht Vollgas! Und der steuert sich so dumm. Ja, der obere zuerst, das geht halt. Schier gar unmöglich. Wie zur Hölle soll das gehen? Es ist so unmöglich, es ist so unglaublich unmöglich. Wie denn? Hä?
Der war vorher doch auch noch nicht da. Wieso blieben jetzt das Bild stehen? Ach, bis dahin gibt es wahrscheinlich genau 20 Ballone. Ja, und woher soll ich eine perfekte Route bekommen? Kann mir das jemand sagen? Einen habe ich verpasst und genau der eine kostet mich jetzt meinen Shiny Star. Das haben die doch freiwillig gemacht, dass dann 300 Jahre keiner mehr kommt, ne? Der war vorher nicht da und warum ist der jetzt da? Das verstehe ich einfach nicht. Wie soll ich da nach unten und nach oben gehen? Nicht im Ernst gerade gepackt. Und Leute, ich will noch einmal sagen, wir sind noch nicht in dem Bonus-Level. Das Kranke kommt erst noch im nächsten Part. Ja, geil. Ja. Freunde. Ein paar Mal kommt er, ein paar Mal nicht. Bitte erklärt mir die Logik. Ich glaube, wenn ich irgendeine bestimmte Stelle über der Wasseroberfläche fliege, dann kommt er, wenn ich über irgendeine bestimmte Höhe fliege. Jesus! Und dann dreht er da wieder komplett am Rad. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen tun soll. Der Typ soll einfach aufhören, Drogen zu nehmen, sich hier mal reinhängen und nicht die ganze Zeit durch die Himmel fliegen. Das wäre natürlich das Beste, wenn er einfach aufhören würde zu fliegen, aber das wird, glaube ich, schwer zu erreichen. Wieso kommt dieser vermaledeite Fisch genau dann, wenn ich einen geilen Run am Anfang habe? Ja, geil. Flieg rückwärts da rein. Ich weiß nicht, hör auf, den Rückwärtsgang reinzulegen. Wenn es einfach nur gerade fliegen ist, aber nein, du kannst diesen Spack auch noch steuern. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich da tun soll. Es tut mir echt leid, aber es ist unmöglich. Das habe ich jetzt nun, glaube ich, so klipp und klar gesagt, dass das jeder verstanden hat.
Ich hasse dieses vermaledeite Dreckspiel, weil jetzt hat mir eben der eine vermaledeite Luftballon gefehlt. Kann irgendjemand die Gegner entfernen? Ich will ja nicht mehr. Vor allem den Fisch da. Weil wenn der weg wäre, wäre schon mal eine riesige Last weg. Das Problem ist auch, er steigt nicht so schnell auf. Wenn der schneller aufsteigt. Es gibt bestimmt irgendeine Methode, den Typen schneller aufsteigen zu lassen. Aber die erkenne ich eben gerade nicht. Und die erkenne ich auch wahrscheinlich so schnell nicht. Ja, das verstehe ich nicht. Ich hätte da noch ruhig lang können. Aber nein, eine unsichtbare Wand, die denkt sich, nein, der Ultra, nein. Wieso der denn? Wieso der Ultra? Ja, es ist verloren, schon wieder. Weil ich nicht an die Luftballone rankomme, wer hat die da unten hin positioniert? Und wenn ich mal an alle rankomme, dann sterbe ich hinten an den bewegenden Dingern. Hä? Wieso lenkt der jetzt in die Richtung, wenn ich nach... Das Finale, meine Freunde, von Balloon Trip. Nein, ich habe jetzt nicht gecuttet, weil vielleicht sah es so aus. Let's Plays sind ja dadurch bekannt, dass man alles zeigt. Aber ich hätte gelacht, wenn ich es jetzt geschafft hätte, als ich es angekündigt habe, so ganz groß. Ich weiß auch nicht, was ist klüger? Hier, dieser eine Luftballon. Ich krieg ihn nicht. Warum fährt's denn jetzt weiter? Jetzt ist es nicht stehen geblieben. Ich fühle mich so verarscht, Nintendo. Baby! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Unter 30 Sekunden wahrscheinlich, Freunde. Das ist jetzt aber ein Daumen hoch wert, würde ich sagen. Das muss einfach. Und dann bekommt er jetzt, wartet mal. Drei Level noch. Zusammengeschnitten. Wie das funktioniert auf Shiny. Und im nächsten Part geht's los. Mit dem Finale von NES Remix mit Bonus. Ja, ein Bonus. Gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.